Hallo mal wieder und herzlich willkommen hier beim Alex E. Heute wollen wir uns mal in diesem Film um das Thema Stoker oder den Stoker widmen. Was ist eigentlich ein Stoker? Ein Stoker hier in dem Fall ist eine Feststofffeuerung, eine Rostfeuerung von Dampflokomotiven. Man sollte den Stoker nicht verwechseln mit dem, glaube ich, bekannteren Bram Stoker, der von 1847 bis 1912 gelebt hat. Das war ein irischer Schriftsteller, aus dessen Feder unter anderem der Dracula-Roman entstanden ist. Allen Dampflokomotiven ist gemein, sie brauchen in der Feuerbüchse Brennstoff. Dieser Brennstoff kann entweder Schweröl sein oder Leichtöl oder Kohle. Kohle in verschiedenen Körnungen, in verschiedenen Stückigkeiten oder auch als Kohlestaub. Der Brennstoff der Dampflokomotive wird in die Feuerbüchse eingebracht. In der Feuerbüchse wird er mit Luft vermischt, verbrennt dort und erzeugt im Kessel dann den Dampf, den die Dampfmaschine braucht, um die Energie in Vorwärtsbewegung zu verwandeln. Der Stoker dient zur Entlastung des Heizers. Der Heizer leistet nämlich Schwerarbeit. Bei einer durchschnittlichen Dampflokomotive der Baureihe 50 oder 52, die jedem bekannt sein dürfte, hat der Heizer etwa eine Tonne Kohle auf 50 Kilometer Wegstrecke zu schippen. Im Buch Die Dampflokomotive der DDR-Reichsbahn steht geschrieben, dass dort mit einer Dauerleistung des Heizers von 2,0 bis 2,5 Tonnen je Stunde gerechnet wurde. Wenn die Dampflokomotive zur Erzeugung des benötigten Dampfes noch mehr Brennstoff benötigte, dann war dort geschrieben, ist mit einer mechanischen Rostbestickung zu arbeiten. Wie funktioniert so eine mechanische Rostbestickung namens Stoker? Zuerst mal braucht man im Tender eine kleine Dampfmaschine, welche eine Förderschnecke unter dem Kohlenkasten antreibt. Damit die Kohle der Förderschnecke zugeführt werden kann, muss der Kohlenkasten trichterförmig ausgeführt sein. Die Förderschnecke ist mit Hilfe von kardanischen Gelenken beweglich gelagert, damit die Kurvenbewegung und die Unebenheiten der Gleise zwischen Lokomotive und Tender keine Auswirkung auf die Schnecke haben. Wenn die Stokerschnecke die Kohle über die Verbindung zwischen Lok und Tender unter dem Führerstandsboden hindurch in Richtung Feuerbüchse geführt hat, landet die Kohle auf einem Prallteller und wird von verschiedenen Dampfdüsen in der Feuerbüchse auf den Rost verteilt. Der Heizer kann sich also rein um die Kesselführung, also um seine Aufgabe als Kesselwärter,
kümmern und muss nicht mehr körperlich die Kohle in den Brennraum in die Feuerbüchse reinschippen. Zu den Aufgaben des Kesselwärters gehören, den Wasserstand im Kessel zu überwachen, rechtzeitig Wasser nachzuspeisen, den Dampfdruck beobachten und abhängig von der Last und Strecke einzuregeln, indem er mehr oder weniger Brennstoff aufgibt. Zusätzlich hat er außerhalb des Fahrbetriebes den Kessel zu kontrollieren und zu prüfen, Wasserqualität und Sicherheitseinrichtungen seien hier als Stichwort genannt. Fassen wir also nochmal zusammen. Der Stoker kommt zum Einsatz auf Dampflokomotiven mit einer Kohlestückgutfeuerung, also nicht auf Dampflokomotiven mit Ölfeuerung oder mit Kohlestaubfeuerung. Der Stoker greift dem Heizer unter die Arme, und zwar immer dann, wenn die Lokomotive bzw. der Kessel und dessen Brennstoffhunger so groß ist, dass ihn der Heizer mit seiner Muskelkraft nicht mehr decken kann. Der Stoker hat natürlich auch einen kleinen Nachteil, denn er verbraucht etwa 3% der Dampfmenge, die der Kessel erzeugen kann, für seinen eigenen Antrieb. Man muss ja rechnen, die Schnecke muss angetrieben werden. In dieser Schnecke drinnen ist Reibung zwischen den Kohlestücken und der Schnecke und zwischen den Kohlestücken und dem Rohr, in dem die Schnecke entlangläuft. Und man braucht natürlich Dampf, um die in die Feuerbüchse eingebrachte Kohle gleichmäßig zu verteilen. Dafür sind dort mehrere Dampfdüsen, die der Heizer ansteuern kann, um so den austretenden Kohlestrahl gleichmäßig über den Feuerrost zu verteilen. Nachdem wir uns noch ein paar schöne Dampflokomotivaufnahmen angeschaut haben, möchte ich mich dann verabschieden. Und da wir hier heute beim Thema Stoker oder auch Stoker sind, gehen Grüße raus, Geburtstagsgrüße an den Anjan Stoker. Herzlichen Glückwunsch! Das war's für dieses Mal, macht's gut und schaltet auch beim nächsten Mal hier bei Alex E. wieder ein. Danke und Servus!